Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Wirecard-Prozess gestartet. Vor dem Landgericht München müssen sich der ehemalige Chef des insolventen Finanzdienstleisters Braun und zwei weitere Ex-Manager verantworten. Sie sollen Anleger und Kreditgeber getäuscht haben, indem sie die Bilanzen des früheren DAX-Konzerns fälschten. Der Schaden liegt bei etwa 3 Milliarden Euro. Konsequenzen aus Razzia in Reichsbürgerszene. BKA-Chef Münch forderte im ARD-Morgenmagazin einen Vorabcheck für Bewerber bei den Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern. Er rechne mit weiteren Durchsuchungen in den kommenden Tagen. Bislang seien 54 Personen im Umfeld der gestern zerschlagenen Gruppe identifiziert. 19 sind bereits in U-Haft. Heute werden weitere dem Haftrichter vorgeführt. Erweiterung des Schengen-Raums. Die EU-Innenminister beraten heute darüber, ob Kroatien, Rumänien und Bulgarien beitreten dürfen. Die EU-Kommission sieht die Voraussetzungen erfüllt. Bei Rumänien und Bulgarien hat unter anderem Österreich ein Veto angekündigt. Dem Schengen-Raum ohne Personenkontrollen gehören 22 EU-Staaten an, sowie Norwegen, Liechtenstein, Island und die Schweiz. Machtwechsel in Peru. Die bisherige Vizepräsidentin des Landes Boluarte ist als Nachfolgerin des gestürzten Präsidenten Castillo vereidigt worden. Die 60-Jährige will nun eine Regierung der nationalen Einheit bilden. Castillo wurde festgenommen und wegen Rebellion angeklagt. Er hatte zuvor versucht, den Kongress aufzulösen. Daraufhin hatte ihn das Parlament abgesetzt. Bundesweiter Warntag. Um 11 Uhr hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe überall in Deutschland einen Probealarm ausgelöst. Die Warnung wurde über Sirenen, Radio und Fernsehen, Handy und Warn-Apps verbreitet. Ziel ist es herauszufinden, wie viele Menschen die Behörden im Ernstfall erreichen würden. Um 11.45 Uhr wird dann Endwarnung gegeben. Das Wetter. Heute vom Norden bis in die Mitte Schnee oder Regenschauer. Ganz im Norden später freundlich, im Süden trocken und vor allem an den Alpen auch längere Zeit sonnig. Höchstwerte -2 bis +6 Grad.